Namaste. Herzlich willkommen. Ich lade dich ein, mit mir ganz traditionell Ashtanga-Yoga, die Fundamentals, zu praktizieren und einzutauchen in diesen magischen Bewegungsfluss. Ashtanga-Yoga ist die Magie der Langsamkeit und die Magie der Wiederholung. Das heißt, es geht gar nicht darum, möglichst schnell möglichst viele Haltungen zu machen. Es geht auch gar nicht darum, möglichst schnell viele Haltungen zu lernen. Es geht darum, immer wieder die gleiche Bewegungsfolge zu wiederholen. Und das klingt zunächst mal furchtbar langweilig. Aber jeder Tag ist anders. Und das ist das Spannende daran. Wenn du jeden Tag das Gleiche übst, merkst du, wie jeder Tag anders ist, wie dein Körper sich anders anfühlt. Aber jetzt genug geredet. Lass uns eintauchen in die Praxis. Ah, Moment. Bevor es losgeht, klick noch auf Like und auf Subscribe, weil es wichtig ist für den YouTube-Algorithmus. Und als kleines Dankeschön habe ich dir eine Einladung in die iCommunity als Link in die Beschreibung gepackt. Da kannst du 14 Tage die iCommunity kostenlos und unverbindlich kennenlernen. Da gibt es über 500 aufgezeichnete Yogastunden, so wie diese, und über 25 Live-Stunden jede Woche. Und nach den 14 Tagen kannst du, wenn du dabei bleibst, selbst entscheiden, wie viel du beitragen möchtest, dass es Inhalte wie diesen und die ganze Community gibt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass es Inhalte wie diesen geben kann. Deswegen lern erstmal die Community kennen und dann freue ich mich, wenn du einen Beitrag leistest. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Üben. Komm erstmal in eine aufrechte Sitzhaltung, schließ die Augen. Und egal, was heute war, wie du dich gerade fühlst, mach dich innerlich leer. Jede Praxis ist neu. Ich habe keine Ahnung, was gleich geschieht. Und stell dich dann ganz auf die Praxis ein, indem du die Hände vom Herzen zusammengibst und traditionell mit dem Ashtanga-Yoga-Mantra beginnst. Atme ein. Und gemeinsam. Vande Guru Nan Charanara Vindi Sandarshita Svatma Sukhava Bodhi Nishreyasi Changali Kaya Mani Sansara Hala Hala Moha Shantyai Abahu Purusha Karan Shankar Chakra Sid Harinam Sahasra Shirasan Shvetam Pranamami Patanjalam Komm dann auf deine Yogamatte, in den aufrechten Stand, schließ die Augen. Ich empfehle die erste Runde, nicht ganz vorne auf der Matte zu stehen, sondern ein bisschen Abstand vom vorderen Mattenende zu bewahren, die Füße auseinander zu geben. Das ist nicht die traditionelle Form, aber das ist die Basic-Form. Für die erste Runde in den Sonnengruß mag ich's. Bisschen sanft einzusteigen. Nimm unnötige Spannung aus dem Körper, atme langsam ein und aus. Und erzeug dabei ein sanftes, rauschendes Geräusch in deiner Kehle, während du durch die Nase atmest. Surya Namaskara A. Ekam Einatmung, heb die Arme. Lass die Bewegung durch den Körper weiterfließen. Zwei Ausatmung, beug deine Knie sanft, gib die Hände zum Ellenbogen, lass den Kopf baumeln. Trini, wander mit den Händen an die vordere Kante der Matte, die Zeigefinger zeigen leicht nach außen, Gewicht auf die Hände. Chatwari, Ausatmung, geh in den Vierfüßlerstand, räkel dich. Pancha, einatmen, geh in die Rückbeuge, weiter im Herzen. Und Schattausatmung, schieb dich nach hinten in die Position des Hundes. Tief atmen.
Wenn du aus dem Vierfüßlerstand kommst, so wie ich gerade, ist es ganz klug, den Schritt ein bisschen länger zu machen. Die Knie können gerne gebeugt sein. Genieß das rauschende Geräusch deines Atems. 3, 4. Und 5. Sapta Einatmung. Wander wieder nach vorne. Vielleicht auch nicht ganz nach vorne auf die Yogamatte, sondern nur so 2/3. Die Füße gerne noch auseinander. Ashta Ausatmung. Verneig dich. Hände zu den Ellenbogen. Naba Einatmung. Richte dich auf. Und Samastitich dich Ausatmung. Du kannst gerne in dieser, ich nenne es Basic-Form des Sonnengrußes bleiben oder langsam, wie ich es machen werde, in die traditionelle Form wechseln. Ekam Einatmung, Arme heben, Dwe Ausatmung, verneig dich. Chodini, gib Gewicht auf deine Hände, Einatmung. Chatwari, geh nach hinten in die schiefe Ebene. Du kannst gerne deinen Körper entlang nach unten blicken, um Stabilität zu behalten, während du dich genüsslich absenkst. Pansche Einatmung, roll auf die Fußrücken, nach oben schauender Hund und Schat Ausatmung, roll dich nach hinten über die Füße in den nach unten schauenden Hund. Und wenn du so in dieser traditionellen Weise in den Hund kommst, ist es oft hilfreich, den Schritt ein bisschen kürzer werden zu lassen. Wenn wir wieder vorspringen, ist es deutlich leichter, nur so in die Mitte der Yogamatte zu springen mit Füßen breitbeinig. Aber mit der Zeit kannst du weiter nach vorne springen und auch die Füße näher zusammengeben. Dann nähern wir uns der traditionellen Form mehr und mehr an. 3, 4. Und 5. Sapta Einatmung. Lauf oder spring. Nach vorne, Ashta Ausatmung, verneig dich. Naba Einatmung, richte dich auf, heb die Arme. Samastitich Ausatmung. Ekam Einatmung, heb die Arme. Dwe Ausatmung, verneig dich. Trini Einatmung, Gewicht auf die Hände. Chatwari Ausatmung, senk dich ganz genüsslich ab und Chaturanga. Pancha Einatmung, nach oben schauender Hund. Chat Ausatmung, nach unten schauender Hund. 2. 3. Und 4. Und 5. Sapta Einatmung. Ashta Ausatmung. Naba Einatmung. Samastitich Ausatmung. Ekam ein, Dwe aus, Trini ein, Chatwari aus, Pancha ein, Chat aus. 2. Und 3. Vier. Und 5. Sapta ein. Ashta aus.
Never. Einatmen. Samastiti. Ausatmen. Letzte Runde. Ekam ein. Dve. Aus. Trin. Ein. Chatwari. Aus. Pancha. Ein. Shat. Aus. Zwei. Drei. Vier und fünf. Sapta. Einatmen. Ashtau. Ausatmen. Nava. Ein. Samastiti. Surya Namaskara B. Ekam. Ein. Beug deine Knie. Heb die Arme. Ja, das Maß, das ich hier empfehle, ist Finger zum Boden, Oberschenkel horizontal. Und dann Arme heben, so weit wie es geht. Dve. Ausatmen. Verneig dich. Trini. Einatmen. Gewicht auf die Hände. Chatwari. Ausatmen. Genüsslich. Absenken. Pancha. Einatmen. Schatt in den Hund ausatmen. Linken Fuß 45 Grad, ein bisschen zur Seite stellen. Rechten Fuß zur rechten Hand, dass die Füße breit sind, Becken quer. Arme heben. Ashtau ausatmen, wieder ganzen Weg nach unten. Nava einatmen. Dasha. Ausatmen in den Hund. Rechten Fuß 45 Grad zur Seite, linken Fuß nach vorne. Arme heben und dann Dvadasha ausatmen, ganzen Weg nach unten. Trayudasha einatmen, Chaturdasha ausatmen. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Panchadasha. Einatmen. Shodasha. Ausatmen. Saptadasha. Knie beugen. Arme heben. Samastiti. Ausatmen. Ekam einatmen. Dve. Ausatmen. Trini. Ein. Chatwari. Aus. Pancha. Einatmen. Chat. Ausatmen. Sapta. Rechten Fuß vor. Einatmen, Ashtau, Ausatmen, Nava, ein, Dasha, aus, Ekadasha, Einatmen, Dvadasha, Ausatmen, Trayudasha, ein, Chaturdasha aus. Zwei. Drei. Vier. Und fünf.
Hände waschen. Einatmung. Shodasha. Ausatmen. Sapradasha. Knie beugen. Einatmung. Samastiti. Aus. Letzte Runde. Ekam ein. Dwe. Verneig dich. Blick zur Nasenspitze. Roll dich ein. Trini einatmen. Chatwari. Ausatmen, senk dich ab, Blick zur Nasenspitze. Panche ein, Blick zwischen die Augenbrauen. Schat, aus in den Hund. Sapta, Einatmung, rechten Fuß nach vorne. Lass den Blick nach oben folgen, den Daumen zum Himmel. Ashta, ausatmen, Blick wieder zur eigenen Nasenspitze. Nava, Einatmen, Blick zwischen die Augenbrauen. Dasha aus, hat nun Blick zum Bauchnabel. Ekadasha, der linke Fuß vor. Lass den Blick, den Daumen hinterher zum Himmel wandern. Dvadasha aus, hat nun Nasenspitze. Trayodasha einatmen. Chaturdasha aus, hat nun in den Hund. Blick zum Bauchnabel, den du nicht wirklich sehen wirst, aber kannst den Kopf senken und an der Nase vorbei Richtung Bauchnabel blicken. 4 und 5. Panchadasha. Einatmen. Shodasha. Ausatmen. Sapta-Dasha, Knie beugen, Blick, den Daumen hinterher nach oben, Samasthiti, Blick zur Nasenspitze, Padangusthasana, Ekam Einatmung, springen oder schreite die Füße auseinander, Hände zur Hüfte, Blick Augenbrauen, Ausatmung, beug die Knie gerne ein bisschen, fasst die großen Zehen, kontere den Griff mit den Daumen, sodass Zeigefinger und Mittelfinger und Daumen gehalten werden. Einatmung, langer Rückenblick zum Horizont. Und dann Dwe, Ausatmung, roll dich nach unten. Blick zur Nasenspitze. Der Rücken darf gerne ein bisschen rund werden. Die Beine streckst du mit der Zeit, sodass die Rippen die Oberschenkel berühren. 3 4 und 5. Padahastasana. Ekam einatmen. Handflächen unter die Füße. Blick zum Horizont. Und dann Dwe, Ausatmung. Ellenbogen zur Seite. Lass die Schulterblätter weit werden. Und atme tief und vollständig. 3 4 und 5. Trini Einatmung. Schau zum Horizont. Bleib hier für eine lange Ausatmung. Samastiti, Hände zur Hüfte, ganzen Weg aufrichten. Einatmung und Ausatmung. Spring oder schreite wieder zusammen mit den Füßen. Vinyasa. Ekam Einatmung. Heb die Arme. Dwe. Ausatmen, verneig dich. Trini, Gewicht auf die Hände. Chatwari, spring nach hinten, senk dich genüsslich ab. Panche. Einatmung, Chat. Ausatmung in den Hund. Anders als beim Sonnengruß, beim Vinyasa geht's gleich. Sapta, Einatmung wieder nach vorne. Ashta, Ausatmung, verneig dich. Samastiti, anders als beim Sonnengruß, nimm 2 Atemzüge ein und aus, um zum Stehen zu kommen. Uttita Trikonasana. Spring oder schreite mit dem linken Fuß nach vorne, rechten nach hinten. Achte darauf, dass die Ferse, zweite Zehe, Ferse auf einer Linie ist, hinterer Fuß leicht eingedreht ist. Zieh die Leiste nach hinten, breite die Arme aus
Und dann W ausatmen. Leiste nach hinten ziehen, streck dich nach vorne und fass dann mit der rechten Hand vielleicht den großen Zehen des rechten Fußes, blick dem linken Arm hinterher nach oben. Und drei. Genieß die Dehnung an der Innenseite des rechten Beines, an der Rückseite des rechten Beines. Vier. Und fünf. Blick zum Boden. Trini einatmen, ganzen Weg nach oben. Überprüfe auch hier. Zweite Zehe, Ferse ist eine Linie mit der hinteren Ferse, hinterer Fuß ist eingedreht. Arme ausbreiten und dann Chatwari ausatmen. Geh nach unten, greif mit der linken Hand, den linken großen Zeh. Blick dem rechten Arm hinterher nach oben. Tief atmen. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Blick zum Boden. Parafritti. Trikonasana. Ekam einatmen, ganzen Weg nach oben. Dreh dich zum rechten Fuß. Stell die Füße breitbeinig, dass dein Becken Platz hat. Das sind so zwei Faustbreit Abstand. Der hintere Fuß ist mehr eingedreht. Arme ausbreiten, parallel zum Becken. Das Becken steht quer. Und dann der W ausatmen, geh in den Segelflieger. Überprüfe, wenn dein Rücken hier noch gerade ist, sogar in einem leichten Hohlkreuz. Dann kannst du die linke Hand auf den Boden aufstellen. Zunächst empfehle ich an der Innenseite des Fußgewölbes mit den Fingern weg vom Fußgewölbe. Wenn das leicht geht, dann stellst du auf die Außenseite des Fußes. Und dann kannst du die rechte Hand nach oben heben, der rechten Hand hinterher blicken. Stell dir vor, es zieht jemand am Becken nach hinten und du wächst mit dem Kopf weg vom Becken nach vorne oben. Drei. Vier. Und fünf. Blick zum Boden. Trini einatmen und ganzen Weg nach oben. Dreh die Füße ganz bewusst. Wieder breitbeinig stehen, dass das Becken quer stehen kann. Das heißt, die Füße so zwei Faustbreit auseinander, hinteren Fuß eingedreht. Arme ausbreiten, parallel zum Becken. Und Chatwari ausatmen, geh erst in den Segelflieger. Überprüfe seinen Rücken gerade, sogar in einem leichten Hohlkreuz. Wenn das da ist, dann kannst du die rechte Hand abstützen. Ich empfehle zunächst Innenseite des Fußgewölbes. Wenn es leicht geht, dann auch auf die Außenseite des Fußgewölbes. Und dann wachs mit dem linken Arm nach oben. Drei Richtungen, Kreuzbein nach hinten, zweite Richtung Kopf nach vorne, dritte Richtung Arm nach oben. Tief atmen, drei. Vier. Und fünf. Blick zum Boden. Hansche einatmen, ganzen Weg nach oben, Füße drehen, Arme ausbreiten, Blick zwischen die Augenbrauen. Samasthiti, spring oder schreite nach vorne an deine Matte. Vinyasa. Ekam einatmen, Devi ausatmen. Trini, Gewicht auf die Hände. Chatwari ausatmen. Hansche. Ein, Schat, aus, Sapta, ein, Ashtau, aus, Samasthiti, ein und ausatmen. Uttita Parshva Konasana, schreit oder spring, linken Fuß vor, rechten Fuß hinter, rechtes Knie beugen. Arme ausbreiten, das Knie ist also jetzt über dem Knöchel, die Füße stehen wieder in der Haltung, wo du es brauchst. Und dann erst mit Dreh-Ausatmung. Ich empfehle, den Arm von unten nach vorne zu bewegen, die rechte Hand an die Außenseite des rechten Fußes. Tief atmen, zwei. Drei. Vier. Und fünf. Senk den linken Arm wieder. Trini einatmen.
Geh nach oben, dreh die Füße ganz bewusst, Fersen auf einer Linie, linkes Knie über dem Knöchel. Arme ausbreiten und Chatwari ausatmen. Jetzt den linken Arm absetzen, den rechten Arm von unten. Achte darauf, dass die Achselhöhle leicht nach unten zeigt, der Daumen leicht nach oben. Und genieß den Atem. 2. 3. 4. 5. Blick zum Boden. Padavritti Parshvakonasana. Ekam, Einatmung, dreh dich um. Zum rechten Bein, Becken quer, Arme ausbreiten, wieder die Füße breitbeinig. Und dann Dve-Ausatmung, nimm erstmal die rechte Hand zum rechten Knie, sodass du den linken Arm drüber schieben kannst. Ich finde es okay, wenn du den Fuß hinten abhebst, also die Ferse abhebst. Dann können wir nachher wieder verwurzeln, wenn wir wollen. Und dann kannst du erstmal die Hände vom Herzen zusammengeben. Wenn das easy ist für dich, kannst du natürlich auch die linke Hand an die Außenseite des Fußes auf den Boden geben. Jetzt setze ich meine Ferse wieder ab, verwurzel die Ferse und streck den rechten Arm nach vorne. Und ich versuche zwischen der rechten Hand und dem linken Fuß eine Spannung, ein Längswachsen zu erzeugen. Ich schiebe den Arm lang, ich drücke den Fuß nach hinten. 3. 4. Und 5. Blick zum Boden. Trini einatmen. Ganzen Weg nach oben, gleich umdrehen. Das muss man ein paar tausend Mal gemacht haben, dass man wieder denselben breiten Stand hat, das Becken quer hat. Und dann Chatwari ausatmen. Schieb mit der linken Hand das linke Knie erstmal rüber, dass du mit der Schulter rüberkommen kannst. Eventuell die Hände vom Herzen zusammen. Oder gleich zum Boden fassen. Tief atmen. 3. 4. Und 5. Blick zum Boden. Pancha einatmen. Geh nach oben. Mach die Bewegung genauso bewusst wie alle anderen Bewegungen, Fersen auf eine Linie rutschen, Blick zwischen die Augenbrauen. Samasthiti, spring oder schreite nach vorne. Vinyasa. Ekam, Einatmung. Dve, Ausatmung. Trini ein. Chatwari. Aus. Pancha. Ein. Chat. Aus. Sapta. Ein. Ashtau. Aus. Samasthiti. Ein. Und aus. Prasarita Padottanasana. Ekam ein. Linken Fuß vor. Rechten Fuß hinter. Hände zur Hüfte. Blick zwischen die Augenbrauen. Dve. Ausatmung. Setz die Hände auf, sodass die Fersen der Füße mit den Fersen der Händen auf einer Linie sind. Lass die Arme gestreckt, Blick zu den Augenbrauen, nochmal einatmen. Und dann Trini-Ausatmung, roll dich jetzt nach unten. Der richtige Abstand den Füßen, den hast du dann erwischt, wenn deine Schädeldecke gerade den Boden so berührt. Das ist bei mir ein bisschen zu leicht, deswegen mache ich die Füße ein Stückchen enger. Und da noch eine Streckung zu erzeugen in der Wirbelsäule nach unten. 3. 4. Und 5. Chatwari, Einatmung. Streck die Arme, Blick zwischen die Augenbrauen, bleib hier für eine lange Auszeit. Pancha, Einatmung, Hände zur Hüfte, richte dich auf. Bleib hier für die lange Ausatmung. B, Ekam einatmen, Arme ausbreiten. Dve Ausatmung, Hände zur Hüfte. Nochmal Einatmung. Und dann Trini Ausatmung. Ganzen Weg nach unten. Tief atmen. 1. 2.
drück die Hände gegen die Hüfte. 4. Achte darauf, dass die Schultern trotzdem weg von den Ohren gehen hier. Und 5. Chatwari, einatmen den ganzen Weg nach oben. Bleib hier für eine lange Ausatmung. 10. Ekam, Einatmung, Arme ausbreiten. 2. Ausatmung, falte die Hände hinter den Rücken. Einatmung, langer Rücken. Und dann Trini, Ausatmung. Roll dich nach unten. Streck die Arme vor allem lang, also gar nicht so sehr zum Boden, sondern lang. Und ein kleiner Trick, wenn du die Hände Richtung Boden bewegen willst, dann kannst du den Hinterkopf, musst du mit den Füßen vielleicht ein Stückchen weiter rutschen, den Hinterkopf leicht auf den Boden stützen und dann mit dem Hinterkopf Richtung Hände schieben. Dadurch kommen die Hände relativ leicht weiter. Und wenn das zu leicht ist, und die Füße einfach wieder ein Stückchen näher zusammen. Und probier es ohne diesen Kontakt mit dem Kopf zum Boden. Und spiel ein bisschen, dass du den Kopf langsam zum Boden bringst mit der Schädeldecke und die Hände trotzdem weit Richtung Boden gehen. Wenn es klappt, dann einfach die Füße näher zusammen. Dass du noch was hast, wo du dran arbeiten kannst, wo du dich dran hineinstrecken kannst und firm. Chatwari, einatmen, den ganzen Weg nach oben. Bleib hier für eine lange Ausatmung. D, Ekam, Einatmung, Hände zur Hüfte. Blick zwischen die Augenbrauen. 2, Ausatmung, fass die großen Zehen. Nochmal Einatmung, Blick zwischen die Augenbrauen. Und dann Trini, Ausatmung, Ellenbogen zur Seite. Schädeldecke wächst nach unten. Tief atmen. Genieß, wie du die Schulterblätter weit machst. 2. 3. 4. 5. Chatwari, Einatmung. Schau zum Horizont oder Augenbrauen, Ausatmung bleibt. Pancha, Einatmung, Hände zur Hüfte aufrichten. Samasthiti, schreit oder spring nach vorne. Vinyasa. Ekam, Einatmung. Dwe. Ausatmung, verneig dich. Trini, Gewicht auf die Hände. Chatwari, Ausatmung. Senk dich ab. Pancha, Einatmung. Chat. Ausatmung. Sapta. Einatmung. Ashta. Ausatmung. Samasthiti, ohne die Arme zu heben. Ein- und Ausatmung. Paschvotanasana. Ekam, Einatmung. Spring oder lauf nach hinten. Füße breitbeinig, der Schritt relativ kurz. Hände die Ellenbogen fassen. Oder wenn das geht, gib die Hände zwischen den Schulterblättern zusammen, erst die kleinen Finger und drück dann die Handflächen gegeneinander. Blick zwischen die Augenbrauen. Dwe, ausatmen. Streck dich nach vorn zum rechten Bein und atme. 2. 3. 4. Und 5. Trini, einatmen. Richte dich auf. Dreh die Füße komplett. Füße wieder breitbeinig. Becken quer. Blick zwischen die Augenbrauen. Und Chatwari, ausatmen. Verneig dich über dein linkes Bein. Blick zur Nasenspitze, wenn du unten bist. 1. Lass trotzdem den Druck zwischen deinen Händen entstehen, so die Hände hinten zusammendrückst, während du dich nach vorne streckst. 4. Und 5. Pancha, einatmen, ganzen Weg nach oben. Füße drehen, Blick zwischen die Augenbrauen. Und Samasthiti, spring oder lauf nach vorne. Vinyasa. Wir kommen schon zu den Abschlussübungen
Das waren die Grundhaltung des Ashtanga-Yogas. Ich kam einatmen. Dwe. Asana. Trini, Gewicht auf die Hände. Chatwari, Asana. Pancha. Einatmung. Chat. Asana. Urdhva Dhanurasana. Sapta Einatmung. Lauf oder spring nach vorne. Ausatmung. Setz dich ab. Leg dich ab. Ashtava. Einatmung. Platzier die Füße neben der Hüfte. Ist völlig okay in meinen Augen, wenn die Schultern am Boden bleiben. Ich will heute ein bisschen Richtung traditionelle Praxis mit dir teilen. Deswegen kannst du gleich die Hände neben den Ohren aufstützen, die Finger weg von den Ohren strecken, so ein bisschen nach außen. Das macht es für die Schultern deutlich leichter. Und dann heb dich mit Nava-Einatmung erstmal die Hüfte und wenn das geht, streck auch die Arme in Urdhva Dhanurasana. Tief atmen. Zwei. Der Blickpunkt der Drishti ist wahlweise die Nasenspitze oder die Augenbrauen. Du kannst mal ausprobieren, was besser funktioniert. Drei. Vier. Fünf. Noch einmal Einatmung. Und dann Dasha Ausatmung, senk dich ab. Wir wiederholen das Ganze nochmal. Nabba einatmen, wahlweise nur Hüfte heben oder dann die Schultern hinterherheben. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Nochmal einatmen. Und wieder. Absinken. Und letztes Mal. Nava einatmen. Heb dich nach oben. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Nochmal einatmen. Und Dasha. Ausatmen. Gehen direkt in Paschimottanasana. Sapta Einatmung. Roll nach oben. Streck die Beine aus. Und dann Dasana. Zieh die Sitzbeinhöcker nach hinten. Ashtar Ausatmung. Fass dann nach vorne zu deinen Füßen. Verschiedenste Handpositionen möglich. Ich empfehle, hier um die Füße rumzufassen und mit den Daumen die großen Zehen einzuhacken. Einatmen. Und dann Nabba ausatmen. Solange der Rücken lang ist, den streckst du hier lang, kannst du durchaus mit Nabba ausatmen, den Rücken runden und den Blick zur Nasenspitze geben. Sodass die Halswirbelsäule, die Verlängerung der gesamten Wirbelsäule ist, du die Dehnung spürst, den Beinrückseiten, den ganzen Rücken nach oben. Tief atmen. Vier. Und fünf. Dasha einatmen, Kopf heben. Ausatmen, bleib hier. Vinyasa. Zieh die Beine klein zusammen, stütz die Hände auf und du kannst auch die Füße aufstützen und drüber rollen oder du stützt die Hände auf und dann mit Ekadasha einatmen, hip hoch und Vata-Dasha ausatmen, lande. Trayodasha einatmen, Rückbeuge, Chaturdasha ausatmen, in den Hund. Yoga Mudrasana, Sapta einatmen, wieder lauf oder spring. Mit gebeugten oder gestreckten Beinen.
Nach vorne, streck erstmal die Beine aus, wenn du landest, nochmal einatmen. Und dann Ashtau, Ausatmung. Schneidersitz tut es genauso. Hier will ich auch so ein bisschen die traditionelle Option mit dir teilen. Der Lotussitz ist natürlich schön, traditionell. Muss man aber auch sehen, die Menschen, die ursprünglich Ashtanga-Yoga mal gelernt haben in den 20er Jahren, an indische Jungs, die ganz viel am Boden gesessen sind. Schneidersitz tut es genauso, dann würdest du die Hände zu den Ellenbogen fassen. Wenn du im Lotussitz bist, kannst du die Hände zu den Füßen geben. Noch einmal Einatmung. Und dann Nava Ausatmung. Verneig dich, Kinn zum Boden. Tief atmen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Dasha, Einatmung, richte dich auf. Gib dann die Hände über die Knie, Chin Mudra. Blick zur Nasenspitze und atme tief und vollständig. Spür nochmal das Rauschen des Atems. Wie der Atem den Körper warm, dynamisch, weich hält. Vier. Und fünf. Und Plutti, die Lieblingsübung von allen, stützt die Hände auf, traditionell hinter den Füßen, heb dich hoch und atme. Was sogar leichter ist in meinen Augen, sie hinter den Füßen aufzustützen, die Hände. Tief ein und aus. Drei. Zehn Atemzüge. Vier. Fünf. Blick zur Nasenspitze. 6, 7, 8, 9 und 10. Senk dich ab. Gib deine Hände vom Herzen zusammen. Und wir schließen diesen vom Atem getragenen Ritt in eine bewegte Meditation ab, ganz traditionell. Atme ein. Svasti prachabhya paripalayantam nyayena magena mahimahisha go brah Manebhyah Shubhamastu Nityam Lokah Samastah Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Paramade Vatabhyo Namah Paramadeshbhyo Namah Namaste. Leg dich auf den Rücken ab für deine Entspannung. Die Entspannung ist genauso wichtig wie die anderen Teile der Praxis, die wir bereits ausgeführt haben. Genieße es, wie der Schweiß auf deiner Haut langsam trocknet, wie dein Atem zur Ruhe kommt. Lautlos wird, verebbt, so wie die Wellen auf einem Meer sich legen, wenn der Wind sich legt.
Vielleicht ist über dir Himmel. Und du kannst dich auflösen in die Weite dieses Kosmos, während du dein Gewicht in den Boden abgibst. Genieße diese Entspannung. Nach deinem eigenen Tempo. Wenn du genug entspannt hast, kannst du dich räkeln und strecken und wieder aufsetzen. Und dann erinnere dich an meine Einladung, 14 Tage die iCommunity kennenzulernen und danach auch was beizutragen, dass es Inhalte wie diesen gibt. Und schick mir, egal ob du die Einladung annimmst, egal ob du was beitragen möchtest oder nicht, schick mir einen Kommentar, was du erlebt hast in dieser Yogastunde. Wie die sich angefühlt hat. War die zu leicht, zu schwer, was machbar? Fehlen dir ein paar Details? War durchaus, ich würde sagen, eine Praxis, die gewisse Vorerfahrungen braucht, ganz traditionell, Ashtanga-Yoga. Bin ich gespannt, was dich interessiert, was du erlebt hast, damit ich mein Unterricht an deine Fragen, an deine Wünsche anpassen kann. Namaste.